Nun zur Switch-Anweisung. Die haben wir ja gerade schon mal gehört. Hat auch eine Bedeutung, was das Break angeht. Die Switch-Anweisung ist eine ja bedingte Anweisung in dem Sinne. Sie kann genutzt werden für Fallunterscheidung. Und zwar wird die Switch-Anweisung gebildet aus dem Schlüsselwort Switch in runden Klammern einem Ausdruck und dann in geschweiften Klammern null oder mehreren Fallunterscheidungen. Fallunterscheidungen sind Anweisungen oder Case-Const-Doppelpunkt-Konstruktionen oder Default als Schlüsselwort gefolgt von Doppelpunkt. Es gibt folgende Bedingungen an dieses Konstrukt. Sieht jetzt etwas merkwürdig aus, wir werden das aber gleich am Beispiel uns natürlich anschauen. Die Const-Ausdrücke müssen sein vom Typ Character, Byte, Short oder Int und dabei muss es sich um Literale handeln. Dabei müssen alle Const-Ausdrücke vom selben Typ sein. Const-Ausdrücke dürfen nicht doppelt vorkommen, also es darf nicht zweimal Case 1 da stehen. Der Typ von Ausdruck muss konform sein, insbesondere oder im Allgemeinen gleich, dem Typ der Const-Ausdrücke. Und es muss oder es darf höchstens einmal das Default Doppelpunkt aufgeführt werden. Sinn und Zweck dieser Switch-Anweisung ist eine größere Fallunterscheidung und unter Umständen kann sie effizienter sein als eine geschachtelte If-Anweisung. Man kann Switch-Anweisungen immer durch geschachtelte If-Anweisungen ersetzen. Also If-Else, If-Else, If-Else-Anweisung. Das sind geschachtelte If-Anweisungen.